Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Heute nach langer Zeit mal wieder Splatoon. Es ist eine neue Saison angebrochen. Und da dachte ich mir, streamen wir eine Runde. Also die Saison ist, glaube ich, schon so Anfang der Woche angebrochen. So am Montag. Vielleicht auch schon vor letzter Woche. Jedenfalls wollte ich heute wieder eigentlich ein bisschen mit der Community spielen, aber das beinhaltet natürlich, dass die Community auftaucht. Aber falls sie auftaucht, da oben packe ich mal den Text hin. Neue Saison, neue Waffen. Weiß gar nicht, wer jetzt noch auf dem neuesten Stand ist. Also es kamen richtig viele Waffen dazu. Für YouTube habe ich das einmal aufgenommen und im Vorfeld einmal abgespielt. Aber ja, es gibt zum Beispiel ein neues Platana, einen neuen Roller. Auch wenn das nur Deko-Versionen sind. Na gut, beim Breitroller ist es eher so eine Extra-Version. Breitroller Express. Ich finde es auch toll, dass das Platana, das neue. Ich habe ja ewig lang drüber geredet, dass mal vielleicht mal ein neues Platana dazu kommen könnte. Dass das auch direkt die Schwarmraketen hat. Das freut mich sehr. Endlich mal eine Waffe, die auch Schwarmraketen wieder hat. Im Übrigen, der Fächerfärber, den ihr seht, man würde jetzt erstmal denken, das ist vielleicht auch ein Splatana, aber nein, es ist ein Pinsel. Und nicht mal einer von der guten Sorte. Also er färbt viel, aber er ist arschlangsam. Ja, ich wollte zuallererst diesen Blaster hier testen, weil der so schön aussieht. Die Feuerrate ist nicht so sonderlich hoch. Ich kann ihn ja mal mit meinen anderen Blastern ein bisschen vergleichen. Die Explosionsgröße ist ungefähr dieselbe wie der Luna Blaster. Die Waffe tötet auch bei einem Direkthit. Man könnte es so gesehen als einen besseren Luna Blaster ansehen. Weil die Reichweite höher ist, nur die Feuerrate ist geringer. Hat ungefähr dieselbe die Feuerrate wie der Fernblaster. Beziehungsweise der normale Blaster. Aber hat eine gute Reichweite, gute Explosion und es hat einen Sprinkler. Ich muss noch ein neues Hemd ausrüsten. Seit dem letzten Splatfest habe ich nicht gespielt. Ich kann noch nicht versprechen, dass es volle 2 Stunden werden, was den Stream an sich angeht. Die erste Runde lasse ich auf jeden Fall drin. Weil wenn ich die ganze Zeit alleine spiele, macht mir Splatoon relativ wenig Spaß. Und ich zähle die Randoms jetzt nicht als jetzt da mal mit, ne? Ist übrigens trotzdem leicht enttäuschend, dass der Bogen keine neue Waffe dazu bekam. Also ja, es ist schön, ein neuer Blaster auf jeden Fall. Der auch nicht so perfekt zum Färben ist. Und ich habe wieder so ein grandioses Team, das einfach nur durchsprintet. Und nicht verstanden hat, dass man bei dem Spiel färben muss. Ich mach mal wieder hier alles alleine. Wegen solchen Idioten verliere ich in den meisten Fällen. Also ich teste die Waffen, die ich mir jetzt kaufen konnte. Ich konnte mir nur so 5 kaufen. Natürlich jetzt erstmal aus. Ich brauche gar nicht nach vorne gehen. Sonst färbt hier niemand die Base. Und das Gespräch hatten wir ja schon. Zumindest 20 Mal, dass die Base allein schon 30% ausmacht. Thank you.
das lief gerade nicht so gut. Ich denke mal, bei Turmkommando ist der Blaster, den ich gerade habe, ganz in Ordnung. Hoffentlich konnte ich damit noch ein gutes Stück wegmachen. Hallo, Dark. Wenn ich dich mitreden lasse, bitte nicht toxisch sein. Danke. Individuelles Abzeichen. Oh, ich kann eine Farbe wählen. Das hier. So, jetzt habe ich alles im Blick. Ich wünsche mir, wir würden die neuen Maps heute auch noch sehen. Ja, also die Map kenne ich natürlich schon. War mal gespielt, glaube ich. Nee, irgend so eine Buckewaldpiste. Ich habe nicht gesagt, ich mache die neue Map. Ich habe nur gesagt, dass ich die auch nur zweimal gespielt habe beim letzten. Ja, die kommt selten vor. Zumindest wenn ich streame. Was streamst du denn bitte schön? Oh, ja, bei Splatfest beispielsweise. Ich hau ab. Gegen den Gegner zu kämpfen. Ich werde mich noch auswerfen und trainieren. Weil die Waffe ist ja bekannt dafür. Nicht da zu kämpfen. Du kannst dich eher selbst bringen. Angriffsoperation unternimmst! Ich hab nicht so eine riesen Reichweite mit dem Ding. Der ist, glaub ich, auch diese gleiche Scheißwaffe wie ich. Ja, der hat den neuen Breitroller. Und wem musst du scheißen? Das sag ich dir ganz ehrlich. Das kannst du nicht verlangen, das ist nicht gesagt. Nee. Oh, scheiße. So, du kannst ja stattdessen Exkremente schreien. So ein Schwab. Du kannst ja sonst Exkremente schreien. Dafür, dass der neue Pinsel langsam wie sonst was ist, geht es wenigstens schnell mit dem Färben, weil er schön breit macht. Ich bin genau reingesprungen, aber nicht gestorben. Aua! Von allen Seiten! Ich hätte es lustig gefunden, wäre der meiner Welle noch hinterher gesprintet und daran gestorben. Links ist ja auch weg. Okay, zum Färben ist der neue wirklich sehr, sehr gut. Aber die Tinte ist schnell alle. Aber hey, guck mal, ich erinnere mich noch, letzten Stream, also beim Splatfest, da habe ich mich durchgehend beschwert, ach, können die nicht mal ein neues Platana hinzufügen? Guck mal, neue Saison, neues Platana. Auch wenn es nur eins ist und das eigentlich nur eine Deko ist. Immer noch ein neues Platana. Und dann sogar noch mit Schwarmraketen. Ist das ein Sieg? Könnte sein. Wow, wer mich. Sie haben ihr Bestes gegeben. Bitte verlasse. Ich weiß ja, dass ich der Breitroller One-Hit kann, aber nur zu einer Chance zu 5%. Nö, wenn du beim Gegner dran stehst und da, beim Schlagen das gedrückt hältst, dann machst du einen Doppelhit. Ja, wenn du halt springst dabei. Nein, du machst generell einen Doppelhit, du brauchst nicht springen. Du machst Instant 120, ist ein One-Hit. Bei dem ersten Breitroller geht es. Ich hab's nicht vergessen. Bei dem zweiten, den kenne ich nicht, da kann es vielleicht sein, aber bei dem ersten, den du spielst, da kannst du nicht One-Hit machen.
Also nur wenn du ganz nah bist und springst, während du schlägst, wohl, ne? Aber ich hab mein T-Shirt nicht gewechselt. Ich Idiot. Oh, das war mal gut von der Waffe. Hätte ich gedacht, die Waffe. Nein, die Waffe Lobe! Der neue oder der alte? Ja, natürlich wieder gewillt. Ich hab den Sauger aktiviert. Ja, Achso. Und mal hoffe ich mir auch, dass da gerade einer hinspawnt. Oh, ich habe alle! Du hast bei mir nur einen Gegner. Nein, nein, ich meine, ich habe alle im Visier. Wow, was ist der Grund? Oh, ja, meistens stehen die 10 Jahre voneinander entfernt. Falls wer nutzen will. Ich habe bei dem neuen Splatana die Sprungbojen. Oh, ich hab irgendwas erwischt. Schau mal. Ich kann nicht schauen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwann lernst, aber ich sehe deine Sicht nicht. Nicht schau mal in dem Sinne von, du sollst jetzt schauen, sondern einfach nur schau mal in dem Sinne, ja, hör mal. Wache, weißt du das? Boah, ich will nicht von den. Von der Eindhütte gekillt werden. Von welcher? Von den Bombern? Oh, ich hab... Nein! Die Bomber sind geil! Oh, das ist ja... Oh, wie ich ansaugen kann! So, hier tue ich auch mal eine hin. Was hat der denn für eine Reichweite? Was hat der Pinsel denn für eine Reichweite, der einzelne? Der hier. Der hat eine ultra starke Reichweite, der ist auch ultra breit gefächert. Das habe ich doch gerade eben schon gesagt. Hörst du mir eigentlich zu? Ja, ich habe das bloß, glaube ich, nur irgendwie wieder vergessen. Verdammt, hab nur einen. Die beiden anderen sind im letzten Moment nach rechts gesprungen. Und waren außerhalb, verdammt. Genau, den habe ich nicht gesehen, Mama. Wo ist Papa? Wann kommt der Türk von der Tanke? Der Vater ist schon tot. Mein Beileid. Oh, ich hab... Ja gut. Ich versuche mit der Waffe einfach nur zu verleben. Das ist eigentlich nur das Ziel. Ich glaube, mehr braucht man noch nicht verlangen. Haben doch gewonnen, ich weiß gar nicht, was du hast. Nö, nur hat sich gut angefühlt. Da habe ich nichts gesagt. Ich weiß nicht, ja, relativ schnell am Schießen und. Ja, er kann One-In. Also ist ein guter. Erster ist da. Also ich glaube, der hat kein schlechtes Set, der hat mehr so dein Set. Hitball magst du ja auch ganz gerne. Ja, ist ganz gut. Für die, für die Hydranten beispielsweise, wenn da so einer davor steht, dann kann er in aller Ruhe laden. Im Übrigen, einer aus der Community macht gerade nochmal mit. Also noch einer, ein weiterer. Und probiert sogar den neuen Waffen aus. Ja gut. Also es ist ein Verteidigungsset. Ich hab's einmal, ja wie ich schon gesagt habe, einmal, ich hab vergessen, die Tintwall und ja, das Kugelschild. So. Ja, das mit dem Ball, das habe ich schon beim ersten Mal mitbekommen. Hab das sogar darauf reagiert. Ist die besser? Ich glaube, die Reichweite ist sogar stärker als bei der letzten Welt. Also ich glaube. Der Kleckser, den ich habe, der hat Minen. Ich weiß nicht, wie sehr ich damit einverstanden bin. Minen habe ich gerne, wenn ich mit einer Sniper unterwegs bin, aber nicht mit einem Kleckser. Die stelle ich dann immer gerne hinter mir auf. Können wir darüber reden, dass ich irgendwann das zielen lerne? Hab ich gesehen! Wie kann es denn sein, dass bei uns jetzt schon was ist? Wahrscheinlich der Bluffbomber. Und wir haben irgendwen beim Gegnerteam, der pusht. Die Hölle.
Wieso bin ich so? Ich brauche nicht viele Hits. Ich wollte eigentlich da oben drauf landen. In dem Moment einer Ratten reinspringt, ey. Das ist doch ein Scherz. Ich hab wieder vor dich gemacht. And so it begins. So, jetzt können die hier nicht mal einfach so hoch. Ja, der neue Kleckser, der ist ganz in Ordnung. Der färbt recht schnell und ich bin nicht aufgeschmissen, wenn ich jemanden vor mir habe. Vor mir, nicht hinter mir. Von hinten werde ich immer noch vergewaltigt. So stark. Wenn sie doch wenigstens einen Gummi verwenden würden. Und den Witz hat keiner gehört. Was ist? Den Witz gerade mit dem Gummi hat keiner gehört. Nee, den habe ich nicht gehört. Gut. Ich weiß, du machst eh schlechte Witze. Ja, der neue Pinsel, der ist ganz in Ordnung, ne, Perser? Nein, das ist bei Mario Kart. Willkommen in Clear! Ja? Nee, ich hab das Textgriff nicht hier irgendwo. Hab grad noch mal extra nachgeguckt. Ich musste halt wirklich erstmal ein neues erstellen. Danke fürs Follow. Ich kann grad nicht gucken, welcher Name. Muss mich aufs Spiel konzentrieren. Soll bitte was sagen? Sage es PL? Was genau willst du von mir? Dark? Ja. Kannst du Fremdsprachen? Was für eine Fremdsprache? Ja, das will ich gerade herausfinden. Ich muss entkommen, ich habe Schwarmraketen ready. Könnt ihr ein bisschen mehr beisammen stehen, bitte? Oh, was war das denn für ein Angriff? Ah, mehr als zwei kriege ich nicht. Boah, ich hunger. Bei einem Boss. Ah, okay, war ein Spam-Account. Danke, Shane, fürs Sperren des Accounts. Dass der nicht weiter reden darf, wenn das Spam war. Vertrau dir da mal. Ich weiß nicht mal, was das gerade war. Aber was für eine Fremdsprache war das denn gerade bitte im Chat? Bei sowas bin ich froh, dass ich aufmerksame Mods habe. Bane ist auch richtig nett. Ein Küsschen für ihn. Oh, wo kommt der denn her? Boah, ich hab genau! Eine von Darks 10 gemeintesten meinten Sprüchen. Also am 10 häufigsten Sprüchen. Ja, genau. Erraten Sie jetzt, welche Platzierung.
Warum sage ich das so gar nicht? Doch, du sagst es sehr oft. Ja. Das sagst du sehr, sehr oft. Von wo? Das war sarkastisch gemeint, war schon wieder. Nein, bring ihn doch! Er ist doch am Leib! Oh nein! Befrei dich! Junge, dieser... Ich hoffe, die Animationen funktionieren, weil hier schickt ihr einen Kuss, Shane. An manchen Abend wollen die nicht. Die wollen auch heute nicht. Ich habe den Link erst vor kurzem aktualisiert. Ich verstehe es nicht. Ich guck mal, ob ich... Vielleicht, weil ich nicht eingeloggt bin. Jetzt hat es funktioniert und ist wahrscheinlich doppelt zu hören gewesen. Ich muss das erstmal stumm schalten, bis ich gleich in der nächsten Runde einstellen kann. Ja, die Animationen wollten wieder mal nicht. Und ich habe es gerade neu einfügen müssen. Und folglich habe ich den Sound noch nicht richtig eingestellt. Würde dir helfen da unten, aber mein Tintenvorrat sah gerade sehr ärmlich aus. Ach so, ein Schild. Ja, komm, du. Ach, ich vergesse jetzt mal den Tintenvorrat. Ihr könnt auch die Sprungbojen nutzen, die ich setze. Ah, endlich, ich habe die Raketen mal endlich voll. Och man, wurde der eine ist gerade gestorben. Ja, ohne Witz, ich sollte das Tintenrohr setzen. Mega Vorteil. Ja, die können ja halt keinen Schaden machen in der Zeit. Ich weiß nicht, wer mich da gerade gerettet hat, aber ich danke dir. Danach bin ich gestorben. Kann sich zurückziehen, der Wirtschaft. Oh, der war wichtig, der Kill. So, jetzt sollte alles richtig funktionieren. Muss ich nach der Runde jetzt gleich testen. Muss ihn danach den Booster aktualisieren. Wenn ich es richtig gesehen hatte. Der Schein. In der Nähe hast du mit einem Blaster gegen mich keine Chance. Oh, ich konnte noch Raketen abfeuern. Genau, wo sich der treffen mit Waffen. Das ist doch lächerlich, ey. Sehr genau. Das war übrigens Platz 3. Hast du Platz 3? Das ist doch lächerlich. Hast du eine Liste erstellt? Oder hast du alle Nintendo-Folgen nochmal angeschaut? Alles mit den Folgen durchgeschaut. Und so. Ah, was sag ich denn überhaupt am meisten? Muss man doch merken, wofür ich dir das Punch-Gift schicke. Ja, sprich deutlich. Ah, eine Runde ist noch. Und das ist eigentlich relativ traurig. Warum? Ja, das ist ein schlimmes Thema mit den Rüstwaffen. Man muss das nicht unbedingt bei den Streams erwähnen, wo jeder eigentlich einfach nur abschalten will. Die Mehrheit hat doch schon abgeschaltet, ey.
Ja, ich sag mal so, solch große Themen sind meistens nur für ein, zwei Monate den meisten interessant und danach sind es nur noch so 10-5%, die sich dafür wirklich dann noch interessieren. Das ist allgemein bei den Menschen so. Froh, dass ich nicht über Werbung oder so soll. Dann war's. Sag nur Thema Heizungsgesetz. Ist da irgendein neues Gesetz? Ja, Heizungsgesetz. Also, keine Ahnung, was da drin steht. Ich hab nur was von gehört, dass es da Zoff gibt in der Koalition. Oh ja, ich hab meine Raketen, weil alle hier oben faul waren. Kommt doch noch ein bisschen näher zusammen, Mensch. Ja, Junior kriegst ja so eine Reichweite. Erzähl deiner Mama das, ey. Hallo, du unterschätzt die Anfangswaffen immer. Nimm sie gleich einmal selber und prüfe. Ich hab Tintenwerfer, die können mich bestimmt nicht von 50 Meter Entfernung sehen. Ich mach mal hier eine Sprungboje, falls ihr sie nutzen wollt, ne? Hier vorne. Sogar relativ sicher hinter der Wand. Oh, war das ganz einfach? Ich hab's endlich mal geschafft, ich habe eine Bombe bemerkt. Nein, ich habe in dem letzten Schlag verfehlt, sonst wäre der tot gewesen. Nein. Der Tintenfüßer, das sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube ganz leicht, müsstest du in den Update-News nachgucken. Der wusste doch niemals, dass ich da bin. Ich wollte das Ding nicht mal einsammeln. Da, du stehst im Weg. Du standst mit deinem fetten Booty im Weg. Ich hatte die ganze Zeit in seine Richtung geschlagen, du bist immer genau in meine Schüsse gelaufen. Ich konnte dadurch nicht treffen. Okay, das war extrem dumm. Aber offenbar wurde nicht bestraft, wenn ich so einen Angriff gemacht habe. Genau auf den habe ich gezielt, hä? Der hat doch in eine andere Richtung geschlagen. Das ist echt crazy, ey. Welche meinst du? Ja, welche kann ich wohl meinen? Nee, Frage ernst gemeint, weiß ich doch nicht, welche Waffe du meinst. Boah, du mit dieser. Der mit seinem. Ich sag nicht. So, was wieder. Das müsste ein Sieg sein. Ja, guck mal, wie schlampig die bei sich waren. Ehrlich gesagt. Also, es ist ein bisschen gut gefährt, aber wenn du da oben allein schon guckst. Nö. Deswegen habe ich gesagt, morgen ist kein Stream. Steht auch in den Event-Dingern. Ich guck dich. Kriegst überhaupt nichts mehr mit. Ja, ich hab mich komplett isoliert. Nur weil ich Zelda spiel. Alter, was zur Hölle? Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, dass du so schnell ankommst. Ich dachte, er wäre noch meilenweit entfernt. Wann sind die Sprungbojen so teuer? Ich glaube, ich muss mir meine Gläser. Hä? Du hast mich niemals von da unten gesehen. Niemals. Da ist einer mit einem Camp-Gloviator. Wenn ich mal schnell genug aufgeladen bekäme.
Aua. Der war schön. Oh, da hat er nicht überwischt, aber er hat die Taxwaffe, den Treibhüter, er kann ja also keinen Damage. Aua. Oh, das war nicht schlecht, Mann. Mit einem Winkelmarker? Oha. Also er hat nur abgestaubt, aber trotzdem. Dadurch habe ich keinen Bock zu sterben, ja. Das ist doch. Der wollte mich aber auch maximal demütigen. Dankeschön. Ich versuche gerade den mit dem Blaster da oben zu erwischen, dann kommt ein anderer und kommt mich nerven. Ich konnte nur auf einen ballern. Vielleicht Schwarmraketen? Ja, ich habe gesucht, ob noch irgendwie am Leben ist, auf den ich die Raketen ballern kann, aber es ist gerade am Ende noch eine Respawn. Geht der linke Marker eigentlich komplett durch die Map? Also, der hat eine ziemlich gute Reichweite. Ich meine, die Reichweite ist nicht unendlich. Ja, das wäre nämlich schon komisch. Ich glaube, so ungefähr Viertel Map kannst du dir rechnen. Viertel oder Drittel war's. Mann, dieses Kabel, was hier ist, das ist so nervig. So, also jetzt komme ich hier auch mit dem Pinsel, dem neuen. Vom Glas ist richtig kacke zu färben. Ja, den nutzt auch eher mehr so bei Turmkommando. Ich wollte den mal austesten. Hast du nicht gerade auch den Blaster genutzt? Nein. Ich habe einmal heute den Blaster genutzt und das war direkt zum Anfang. Guck also. Ja, aber wie gesagt, nur einmal und das auch nur zum Testen. Weil ich hatte mir eine neue Waffe gekauft und ich will natürlich sehen, wie sie ist. Boah, den habe ich so in der Luft gesniped. Hat der Turbo Blaster auch eine coole Kugel? Nein. Wie schnell kriegt er denn seine Kugeln voll, der mit der Airbrush? Hat jemand dran? Schon wieder. Also Mr. Kacke. Mr. Kacke? Muss ich ihn nicht beleidigen? Immer wie auf Spams in die Kugel rein, Junge. Nee. Ich glaube, Schuss rein. Ich glaube, wir dominieren die Runde. Sag das nicht toll. Ja, momentan dominieren wir halt wirklich hart. Sag das nicht so. Sag, ich verrate dich. Ich wollte ihm nur bei seiner Kugel helfen, daran bin ich gestorben. Die Harten hatten der eine auf Bewegungstempo geskillt. Ja, wie oft haben die denn bitte ihre Ulti? Das ist ja unnormal. Wir haben viel zum Färben da. So eine hohe Reichweite habe ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass der Dual Platscher auch noch eine weitere Version bekommen hat. Ich hab natürlich noch die Waffe. Ihr macht das! Die MK
Keller sitzt. Ja. Ja. Sag doch dominieren. Ernst? No way! Das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch gesagt, dass wir dominieren. Ist das mit dem Win, bitte? Siehst du doch, wo das ein Win ist. Also ich würde mich betrogen, für welche jetzt der Gegner wäre. Ähnlich von Nummer 7, ähnlich. Nicht derselbe Satz, aber ähnlich. Du hast doch was aufgeschrieben, irgendwas vorbereitet, deswegen hast du mich Johann geschrieben. So, nach der Runde wechsle ich zu den Salmoniden. Ja, und dann... Ja. Dann muss ich viel zensieren. Du musst bis jetzt noch gar nichts zensieren, mein Freund. Sei froh. Ich hab mich beherrscht bis jetzt. Ach, okay, einmal das... Okay, das eine Mal. Ja, aber ganz ehrlich, da kannst du nichts anderes erwarten in dem Moment. So, so ein kleiner Tintenfleck, der macht dich schon aggressiv, wenn du dann verreckst wegen so. So ein bisschen, das ist so, als würde ich da hinten pissen. Das ist so, so viel Tinte war. Da so. Und jetzt ist die Beherrschung weg. Natürlich. Für mich fast sicherlich. Sowas würde auch flip sein. Darf einfach in dem Moment nicht drüber nachdenken, was danach passiert ist. Sonst kriegt doch mal die ganze böse Ladung rein. Oh, da macht jemand. Oh! Danke! Ja. Der Quarter Blank, der ist auch neu. Der hat diesen Tintensprung. Wir sind hier vorne gar nicht gefährdet, also. Kein Kill. Kein. Ja, also bei dem Pinsel brauchst du auf jeden Fall Tintenregeneration und eventuell, dass der Hauptverbrauch geringer ist. Ich bin schon längst außerhalb. Die wollten mich unbedingt. Die haben hier 3 Ults reingeworfen. Obwohl ich alleine stehe. Wie sehr wollten die mich? Die wollten mich. Ob da kein Gegner ist. Okay, das ist... Oh, das ist ein Gegner. Da hinten ist einer mit einer Elite. Ich will mich eigentlich gerade mit um den mit der Elite kümmern. Der steht da ganz hinten. Ja, genau um den wollte ich mich kümmern. Oh, was? Ja, ich hab den mit der Sniper ausgeschaltet. Warum verrutscht der Controller die ganze Zeit so stark? Kann sein, dass die mega schlecht sind. Und die haben. Die haben gerade zur zweiten Hälfte übelst nachgelassen, falls du das fragen willst. Also, die kriegen den Victory nicht mehr. Die haben ja mehr als die Hälfte der Karte. Und sie waren auch noch schlampig. Die waren wohl kleine Schlampen. Also die haben ja fast gar nicht bei sich gefärbt. Deswegen sage ich immer wieder, die Basefärben ist wichtig. Oh, was für ein Buch ist. Ensel.
Schade, dass wir nicht die Random-Waffen haben. Das finde ich immer noch am schönsten immer. Nope. Ich habe ihn noch nicht. Da ist offenbar. Ach, sieh ihn da. Oh, guck mal. Er lässt sie fallen. Er ist großzügiger Spender. Das hört sich absolut falsch an. Was denn, dass er ein großzügiger Spender ist? Ja. Dann ist doch nichts Negatives. Und jetzt auch nichts Perverses. Es lebt noch! Auf von hinten! Er ist tot! Das ist von hinten. Manche stehen drauf. Ich sage nicht, dass Frauen unbedingt damit gemeint sind. Das war nicht wahr. Es gibt doch auch noch die Schwulen. Die mögen das auch. Das hast du nicht gesehen. Die mögen das immer so. Ich färbe jetzt einfach nur noch die Wand. Das war ja einfach wie immer. Ja, guck, läuft doch. Ich weiß gar nicht, was du immer hast. Sniper. Weiß ja nicht, Bruder, was gut ist. Das ist die gute Sniper, die fünfmal ballern kann. Abgesehen von den großen kannst du jeden One hitten. Bei dem großen brauchst du zwei, aber hast ja fünf Schüsse gleichzeitig. So, die dicken AI habe ich mal ausgeschaltet. Beleb dich sofort, ich kann grad nicht. Der Stahl, der mochte mich. Hallo. Dividi 6. Ive. Nein, nicht er. Ich hab. Er mit seinem Strahl. Hui! Platz 1! Eine Sekunde später. Die coole Kugel. Danke. Endlich. Muss die Kacke da rein. Aber du musst doch nicht strahlen. Hui! Nein, ich meinte einfach das mit Hui! Ich meine, das war jetzt nicht der Nerv. B, jetzt hat sie das zu uns gefreut. Ja. Ich freue mich eigentlich eher mehr, wenn du mir was lieferst, das ich nicht zensieren muss. Liebe dich. Zensierst du das? Warum sollte ich das zensieren? Ja. Wir sind eh bei der letzten Welle. Oh, yeah. Er hat doch gar nichts gemacht. Ja, das ist jetzt nicht noch viele Eier. Oh, da kam Stahl hinter den ganzen Typen her. War dann Fetti. Operation. Oh ne, Operation LG. Auch dort war erfolgreich wie kein anderer. Sterben ist auch shining. Da war auf einmal ein Stahl in mir drin.
Ich mach hier so eine Truppe fertig, auf einmal ist da so ein Fetti dahinter. Der mich einfach überrollt. Unterstützer. Hab doch eine Bombe geworfen. Dankeschön. Oh, ey. Oh nein. Warte, ich werfe das letzte Eier rein. Knapp, geschafft. Ich habe was Gutes gegen Ende gemacht. Ihr müsst das jetzt reißen. Weil ich bin tot. Stimmt nicht! Ich bin wirklich so dumm. Ich bin so dumm. In der letzten Sekunde. Oh. Ja, er ist in der letzten Sekunde gestorben. Ich bin aber auch ganz echt dumm. Ich wollte noch mehr Eier da rein. Er ist in der letzten Sekunde gestorben. Ja, er ist wegen ihm sind wir gestorben. Ihr wart auch alle tot. Nee. Es gibt keinen, den man anprangern kann bei sowas. Es ist immer kollektiv alle. Ich war als erster tot. Was sagst du an die ukrainische Gegenoffensive? Ich bin ganz ehrlich, mich interessiert das Thema auch schon nicht mehr. Oh scheiße, ich hab was vergessen. Wir haben hinten wieder Operationen. Aber ich habe trotzdem hier ein bisschen die Wände am Anfang gefärbt. Kill diesen Arsch! Nein! Nein! Danke. Hier! Sunny denkt schon wieder an meine Vernichtung. Wie viele ultimative Gegner sind denn da? Oh, jetzt reicht's. Hier ist mir einfach zu viel los. So viele Eier. Ich bin schon dran. Oh, das war ja voll. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Ja, die kann die nicht. Jetzt. Nein, jetzt haben die mich ins Wasser gestoßen. Nutzt sie! Der haut einfach ab. Das ist doch das Beste. Achso, du hast ja. Ich hab eine riesen Armee gesehen, ich hab einen Trommelschwopper, ich renn weg. Ich hab noch eine Bombe nach hinten geworfen, in der Hoffnung, auch einen von euch damit zu wieder zu beleben. Aber ganz ehrlich, alleine hätte ich die nicht down bekommen, deswegen bin ich lieber geflüchtet. Ich geb mich irgendwie mit mehr nicht zufrieden. Hm? Mit was gibst du dich nicht zufrieden? Dass ich geflüchtet bin? Ich hatte keine andere Wahl. Bitte, du machst ja richtig scheiße gegen ihn, nein. Welche? Oh, danke. Weil der eine explodiert ist, ist der andere von mir abgewichen. Ich will nur mitteilen, dass bei mir um die 20 Eier liegen. Nein, ich hab's noch zerstört. Und ich hier Hilfe gebrauchen könnte. Ich kann die nicht alleine abtransportieren. Nie im Leben.
Hier liegen so viele Eier, als ob wir so einen dieser Goldkäfig gesprengt hätten. Ja, ich sehe es. Auch so viele gute Eier. Ja, ich kann ihn nicht nach vorne bringen. Ich hätte hier Hilfe gebrauchen können, aber keiner war da. In die Fluten! Ich, ganz ehrlich, ich gehe da nicht mehr hin. Wenn wir schon die maximale Anzahl erreicht haben, dann mache ich das nicht mehr. Ich habe auch meinen Fehler nicht mehr. Oh, Nebel. Nee, bitte nicht die auf den Bogen. Da, der wieder. Ich hasse ihn. Oh, die Kleinen sind auch schwer. Der ist ein Golden, aber ich sehe ihn nicht. In mir drin steht ein Goldener. Nein, ich hab ihn doch. Bei mir steht ein Goldener. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt auch so erscheinen können. Haben wir doch schon ein paar Mal gesehen. Du bist tot. Oh, da ist die Operation. Oh mein Gott. Okay, wir haben es wieder geschafft. Ich bin in der letzten Sekunde nochmal gestorben. Würden wir eh nur noch eine weitere Runde schaffen. Von der Zeit her. Also wenn du willst, die eine Runde kannst du eigentlich noch mitmachen. Was kann ich noch mitmachen? Ja, das wäre jetzt die letzte Runde, die nächste. Jo, last round of the day. Werden unsere Helden es schaffen oder werden sie kläglich scheitern? Stimmt jetzt ab. Da hinten wieder hin. Ja, dann wissen ja, wo der Korb ist. Wenn da hinten frei ist, musst du da auch in. Kann nicht hinten. Sind echt viele Gegner. Kommt so vor, als wäre die Gegnermenge größer geworden im Vergleich zu früher. Willst du denn, du Winzling? Ah, ich wollte ihn noch ausschalten, solange der auf einem Gang ist, wo man ihn gut treffen kann. Oh, guck mal da, da vorne ist dein Lieblingsgegner. Nein, er geht wieder an, der Arsch. Ich will ja, aber da steht ständig irgendein Kleiner im Weg. Jetzt habe ich ihn. So, das kann jetzt mal jemand anderes die nach vorne werfen. Nein, ich will weiterleben. Die Eier kriegen wir nicht gerettet. Vergiss es. Der eine Typ da oben, der Fliegerich, der hatte 6 Eier auf seiner Gabel. Ja,
Du hast ja damals gesagt, wir nehmen die Eier für den Monster. Den Salim. Den Salimis. Ich weiß nicht, wie die Fliegenden dann heißen. Den Salminis. Ich weiß nicht, welchen Namen die haben, weil sie können ja in der Theorie nicht töten, deswegen kriegt man den nicht angezeigt. Irgendwo in der Liste steht da drin. Kann ich ja nach der Runde einmal kurz googeln, wie die halt. Oh, ich hätte meine Bombe schon bereit. Ist sie? Er ist ja tot. Der Kleine. Ich hab getötet, was ich tot sehen wollte. I need help. Ich kann so viele Eier nicht allein transportieren. Bandit heißt übrigens der Rasenmäher. Der Rasenmäher heißt Bandit. Nein, die lässt du liegen. Ich brauche Hilfe. Junge. Ich kann 20 Eier nicht allein abtransportieren. Wir haben die Scheiße schon fertig. Ich habe extra meine Ulti für dich gewastet. Oh Gott, das ist... Turm. Ich hab da immer mega viele Eier vor der Nase liegen und keiner kommt sie mit mir abholen. Problem ist. Oh! Ach, jetzt kommt nur eine Welle! Ja, war erst Welle 2. Steht doch auch immer oben links. Nein, er hat sich umgedreht. Schon wieder auf dem Forever Alone Trip. Ja. Ja, 20 Leute, die mit mir kuscheln wollen. Keiner, der es abfangen kann. Und schon wieder tot. Hilfe! Der Stahl da oben hat mich in die Bombe reingedrückt von dem Bäm. Da hier! Nein. Hier stehen zwei Leute, die Hilfe wollen. Ja, ich. Er will es einfach nicht. Er hat die Freiung, ey. Er wollte uns einfach nicht helfen. Ich hab die Runde gerettet, also relax eure Balls. Ich bin dir hinterher geschwommen. Ja, ich hab eine Granate geworfen und ich hab euch auch. Ja, aber irgendwie hat's nicht gezählt. Ja, dann beschwer dich beim Game. Obwohl ich eigentlich in der Bombe drin stand, wahrscheinlich, weil auch der Stahl direkt über mir war. In dem Moment. Ich glaube, werfen konnte ich nichts, weil ich glaube, ich zu wenig Tinte davon hab. Deswegen wollte ich es gar nicht probieren. Oh, guck dir das mal an, was für schöne Tickets ich bekommen habe da oben links. Ich hab mega Kacke bekommen. Ich hab dreimal das Ticket für Hauptverbrauch. Ich hab's gesehen. Na gut, Leute. Ich finde, das war ein erfolgreicher Abend. Mit Höhen und Tiefen. Ich kann nicht kontrollieren, wenn ich... Da konnte sich beherrschen, das ist auch ein Erfolg. Ja. Die Sonnensaison hat halt jetzt begonnen.
Vielleicht kommt noch mal ein Stream, vielleicht. Kein Versprechen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Ciao.